Willkommen zurück zu Tomb Raider Legend. Ich nehme beide Kisten mit, habe ich beschlossen. Weil man weiß nie, wofür es gut ist. Und da die so unfassbar effektiv sind, wäre es echt dumm, das nicht zu tun. Denn da hinten haben wir ja wieder so eine Falle. Zum Beispiel mit deinem Hof. Dachte ich. Und da rechts auch. Ja, okay, da rechts wahrscheinlich noch eher. Das Geräusch war immer creepy, das hatte gerade was von. Ach so. Von Amnesia. 2 und 1. Verstehe ich nicht den Sinn, auf jeden Fall waren wir ja auf beiden Seiten schon da hinten. Ja, beide Kisten. Dringend. Ich finde es ehrlich gesagt verwunderlich, dass das nicht auf Zeit geht, dass das einfach so hält, wenn wir die Kiste da reinstecken und wir uns gar nicht beeilen müssen, weil die Kisten halt einfach ultra stark sind und es überhaupt kein Stress ist. Hätte ich jetzt nicht erwartet. So weit kannst du niemals springen. Nein, ich muss einen anderen Weg finden. Andererseits hätte ich euch Jungs gern schreien gehört. Ja, ich habe ja die Kisten dabei, ne? Jetzt kann ich aber doch nur eine mitnehmen. Vielleicht kann ich die andere... Ah, ich habe voll die Idee. Wir könnten uns noch so ein bisschen anstupsen. Aber es müsste jetzt eigentlich reichen. Guck mal, ich kann Anlauf nehmen. Fast. Die Musik hier macht mir ein bisschen Sorgen. Ich will erstmal da hoch. Zieh. Okay. Ja. Ich platziere das schon mal, weil ich nicht weiß, wahrscheinlich geht da oben das Tor auf und dann noch Zeit und nicht das hier unten. Oh, doch das. Das hätte ich jetzt eh nicht mehr gebrauchen können. Ich habe so ein bisschen Angst hier. Ich erwarte irgendwie die ganze Zeit, dass was Schlimmes kommt. Vor allem, weil ich mich nicht mehr so genau erinnere. Hey Alistair, warum gehst du nicht runter und stellst dich für sie auf die Platte? Warum gehst du nicht runter und hältst die Tür auf? Ist auch gar nicht mal so klug, was ich hier gerade überlegt habe, denn dann brennt das Wasser wahrscheinlich. Ja, hätte ich jetzt mal so eine Kiste mitgenommen, ne? Aber was hat's denn mit denen auf sich? Das weiß ich nicht. Ja.
Also das ist unser Ziel und wir gehen jetzt erstmal durchs Wasserbecken. Wir können bestimmt das Wasser ablassen dadurch. Das geht nicht dadurch, wie gemein. Ja. Müssen wir das hier anzünden? Ist das der Plan? Oder unten ist ist das Gas? Das wabert so, sieht nicht aus wie Wasser. Siehst du die Kiste da oben auf dem Regal? Die könntest du auf die Druckplatte stellen. Das ist keine Kiste, das ist ein Sarg. Jede Wette, dass er bewohnt ist. Ich habe sie ehrlich gesagt nicht gesehen. Da muss ich das in den Boden dippen. Was mache ich denn hier? Was mache ich denn? Du siehst solid aus. Ach, es ist doch Wasser. Kann ich nicht hoch? Wie war denn das? Wie ich es einfach nicht mehr weiß. Ach, die da. Jetzt sehe ich's. Okay. Niedlich. Aber was jetzt? Wie komme ich da dran? So, ja. Wirklich, ist das alles, was ich hier machen muss? Dafür kann ich diese komischen Kronleuchter bewegen. Das kann es irgendwie nicht sein. Und ich würde ja gerne noch an das Secret. Jetzt weiß ich natürlich auch, wie das mit dem Secret geht. Warum sind die aber alle mit dem Magnethaken so? Okay, ich hätte mich auch draufstellen können. Ja, okay. Ich muss es so tun, weil es zu weit weg ist. Richtig? Ja. Oh. Immer erstmal die falsche Möglichkeit ausprobieren. Ja. Ja. Ja, ja. Also, ne, Lara und ihr Respekt vor den Toten. Ihr nicht vorhandener Respekt vor den Toten, sagen wir es mal so. Wir kennen das ja schon. Ja, zieh, zieh, zieh! Das ist bestimmt gar nicht super ätzend schwer oder so. So, das ist jetzt aber Ihre allerletzte Ruhestätte, Sir. Hatten alle ihren Spaß? Gut, dann machen wir uns wieder an die Arbeit. Ach, wie so zickig wird gerade. Was ist denn los, Lara? Ich weiß noch nicht, wofür. Da unten ist es hier. Stimme. Und schluf. Oh, hier ist noch Luft. Den kannst du jetzt nicht betätigen, ne? Doch, kannst du.
Spring auf. Ich ändere dann mal eben meine Reisepläne, dürfte aber nicht lange dauern. Feigling, keine Sorge, Lara. Ich hab dich immer noch im Auge. Aber unter Wasser hörst du mich vermutlich kaum noch. Gott sei Dank. Hey, das habe ich gehört. Natürlich, es war auch nicht bestimmt. Ja, ich muss sagen, ich finde das gar nicht mal so schlecht, dass wir die immer im Ohr haben. Sie geben ja auch Tipps. Ich finde, das macht das Ganze manchmal ein bisschen zu leicht. Aber das macht ja nichts. Komm zu mir, holdes Gefährt. Komm schneller. Oh, jetzt gehen die Stromschnellen los. Oh, das sieht cool aus. Hey, Alissa, du hast einen Wasserfall verpasst. Das Wasser sieht nicht so toll aus, ne? Oh Gott, lebt hier was im Wasser? Oh mein Gott. Geh an Land, geh an Land, geh an Land. Seht euch das an. Oh, das ist großartig. Das ist interessant. Sehr hübsch gemacht, ne? Kann man... Oh Gott, sind wir klein im Vergleich zu den Räumlichkeiten hier. Angenehm. Ah, der bleibt unten. Okay. Nee, doch nicht. Das wäre auch zu einfach. Kannst du bitte ein bisschen näher an Lara ranzoomen? Das ist gerade so sehr unangenehm und ungewohnt. Ja, okay. Ich habe, glaube ich, verstanden, was geplant ist. Ich gehe erstmal da hoch. Ja, das gefällt mir. Okay, ist einfach nur zum Runter. Ah. Jetzt? Mit dem Haken da dran, aber dann kann ich da hinten nicht weiter. Hätte ich das auch zuerst richtig drehen müssen? Schade. So weit habe ich nicht gedacht. Und bleibt es so stehen oder nicht? Es wäre schön, wenn es stehen bleibt. Da bin ich nicht. Aber es sieht mal danach aus. Cool. Ich finde es auch schön, dass es jetzt mal wieder so ein ruhigerer Spieleabschnitt, wie man den schon öfter hatte. Bei dem man einfach mal ein bisschen laufen und rätseln darf, ohne Stress mit Monstern oder so anzufangen. Finde ich schön. Tomb Raider hat schon immer von dieser Balance gelebt. Creepy, ne? Sehr, sehr creepy. Part ist gleich vorbei. Das war eine schöne Woche, finde ich. Mit dem neuen Rechner rendern geht unfassbar gut schnell. Oh, oh. Ja, mit den nackten Händen.
Ach was. Das Signal ist schwach, Lara. Was ist das? Das ist ein Mythos. Aber alles ist real. Sie sind alle hier. Der Hofstaat von Camelot. Bist du sicher? König Artus, der den Lenden Uther Pendragons entsprang? Ich habe keine Zweifel an der Echtheit des Grabes, Alistair. Artus war die Figur des 11. Jahrhunderts, die zur Legende wurde. Der König von Camelot war so real, wie die Luft, die ich atme. Ich weiß nicht, Lara. Excalibur, das Schwert im Stein. Es heißt doch immer so, oder? Bitte? Schwerter in Steinen, Alistair. Sie sind Teil des Mythos. Es gab nicht nur ein Excalibur und einen Merlin. Wir sehen doch auf der ganzen Welt Schwerter und Steine. Denn es gab sie einfach überall. Du denkst also, dass sie überall Könige erzogen und den Lauf der Menschheitsgeschichte beeinflusst haben? Das ist gut möglich. Wer? Und was ist aus ihnen und ihren Schwertern geworden? Vielleicht sind sie in Avalon. Es spricht nichts dagegen. Allerdings wurde unser Merlin getötet und unser Excalibur zerbrochen und dem gemeinen Volk überlassen. Und wo ist Avalon? Ich weiß es nicht. Vielleicht auf der anderen Seite des Spiegels. Sehr cool, Leute. Erinnert so ein bisschen an Jurassic Park. So das... Ne? Mit dem Bernstein-Zeug. Cool. Schön. Das ist ein guter Abschluss für die Woche. Ich danke euch vielmals fürs Zusehen. Ich bin froh, dass wieder Videos kommen. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Oh. Angeblich brachte Bedivere Artus einen Splitter von Excalibur, nachdem die Ritter den Rest verschleppt hatten. Und wohin? Nach Avalon vielleicht. Die Suche nach dem Heiligen Gral. Lancelot, Galahad, Parsifal und Bors. Ihre Gräber sind leer. Dieses Fragment ließ man bei Artus, damit er das Mausoleum zu gegebener Zeit verlassen konnte. Vielleicht kann es jetzt mir helfen. Cool. Da weiß ich schon, dass wir nächste Woche auf jeden Fall viel Spaß haben werden. Ich hoffe, ihr habt Kommis und Bewertungen hinterlassen. Ich freue mich sehr, die wieder lesen zu können nach einer Woche Abstinenz. Und ich hoffe, wir sehen uns bei einem anderen Projekt oder hier nächsten Montag wieder. Macht's gut, Leute. Bis dann.